In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Deal zwischen Sauber und Andretti gescheitert. Alfa Romeo gibt nächste Woche Teamkollege von Bottas bekannt. Geht Kwiat in die USA Richtung NASCAR. Entscheidung zum VW-Einstieg in diesem Monat. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass Andretti Autosport Sauber zu 80% übernehmen würde. Die Summe lautete 350 Millionen Euro. Beim USA Grand Prix in Austin sah alles so aus, als würde der Deal über die Bühne gehen. Doch dann soll der schwedische Besitzer Finn Rausing weiter 250 Millionen Euro verlangt haben. Nicht als Kaufpreis des Teams, sondern als Beteiligung in die Sauber-Gruppe für die kommenden 5 Jahre wegen der Budget-Obergrenze, die von Jahr zu Jahr verkleinert wird. Das war Andretti wohl zu viel, der als Partner Versicherer Group 1001 hat. Angeblich gab es in Hinwil Unruhe im Betrieb, denn Andretti plante bis zu 200 der bestehenden Mitarbeiter zu entlassen, besonders diejenigen, die nicht direkt mit dem Rennteam zu tun haben. Rausing könnte davon mitbekommen haben und 50 Millionen Euro pro Jahr mehr gefordert haben, weil er für das Wohl des Teams sorgen möchte, selbst wenn er das Team verkaufen sollte. Damit steht auch fest, dass Colton Herta 2022 nicht für Alfa Romeo an den Start gehen wird. Wer das werden könnte, erfahrt ihr gleich. Herta saß vor 2 Monaten sogar schon im Simulator in Hinwil und wäre alles gut gegangen, wäre ein Freitagseinsatz in aus denn möglich gewesen? Schreibt mir mal eure Meinung zu Andretti und Sauber in die Kommentare. Valtteri Bottas hat nach dem Niederlande Grand Prix in Zandvoort bekannt gegeben, dass er 2022 für Alfa Romeo fahren wird und der Plan des Teams war es, im Oktober seinen Teamkollegen bekannt zu geben. Bisher gibt es noch viele Fahrer, die sich Chancen errechnen, wie zum Beispiel Antonio Giovinazzi, Guan Yu Zhou, Oscar Piastri oder Theo Pocher. Bisher hat der Chinese die Favoritenposition. Die Entscheidung wird am oder nach dem Brasilien Grand Prix Wochenende getroffen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wen ihr in der Favoritenrolle seht. Alpine-Reservefahrer Daniel Kwiat interessiert sich laut Haas-Teamchef Günther Steiner für die NASCAR und er schließt nicht aus, dort in Zukunft zu fahren. Der Tiroler hat auch eine Abteilung in der amerikanischen Rennserie. Der Russe hat am Reifentestprogramm 2022 teilgenommen und eine Rückkehr in die Startaufstellung ist jedoch mehr als wahrscheinlich. Kwiat war gestern als VIP-Gast auf dem Martinsville Speedway, aber laut dem Haas-Teamchef nicht zum Sightseeing. Schreibt mir mal eure Meinung zu Kwiat und der NASCAR-Serie in die Kommentare. Wird er 2022 dort fahren? Der Formel 1 Insider berichtet, dass in diesem Monat eine Entscheidung seitens VW in die Formel 1 erfolgen wird. Denn im November wird es eine Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg geben, wo auch die Königsklasse auf der Liste steht. Dabei wird das Okay von den jeweiligen Verantwortungsträgern erwartet. Gerüchten zufolge werden Porsche und Audi in die Formel 1 einsteigen und eine Partnerschaft mit Red Bull bzw. McLaren eingehen. Hier nochmal die wichtigsten Daten in Bezug auf den Motor für 2026. 1,6 Liter V6 Turbomotor kombiniert mit einer MGUK, die Bremsenergie zurückgewinnt, die aber deutlich stärker sein wird und fast 50% der Leistung dazu beiträgt. Die komplizierte MGUH wird es dann nicht mehr geben und weitere Teile werden standardisiert. Der Kraftstoff soll synthetisch werden. Im letzten Video hatte ich ja berichtet, dass Ben Hodgkinson von Mercedes zu Red Bull Powertrains wechseln wird, doch es wird gerade mit Mercedes geklärt, ob das auch vor 2023 möglich sein wird. Da VW 2015 mit dem Dieselskandal für Schlagzeilen sorgte, kam es damals nicht zu einem Deal zwischen Audi und Red Bull. Audi hat vor 2 Monaten den ehemaligen BMW-Ingenieur Adam Baker eingestellt bzw. Audi-Chef Markus Duesmann persönlich. Auch McLaren-Teamchef Andreas Seidel hat einiges zu den Plänen hinzu beigetragen, denn er kennt nicht nur die beiden eben genannten Personen, sondern auch die Strukturen von BMW und VW. Es gibt noch ein paar Dinge zu klären, denn für eine Einigung muss jeder Kompromiss eingehen. Red Bull und McLaren wollen unabhängig bleiben und die Konzerne dürfen nicht so viel Einfluss fordern. Die beiden Formel-1-Teams benötigen zwar nicht unbedingt große Partner, würden sich aber dennoch darüber freuen. McLaren hat eine Mercedes-Motorenpartnerschaft, die in Zukunft auch noch intensiver werden kann, und Red Bull könnte in Zukunft ihre Motoren alleine bauen. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Raphael Cotolan und er fragt, glaubt ihr, dass Aston Martin 2022 um die WM fahren wird? Aktuell ist das schwer zu sagen, da wir über die Entwicklung der Boliden für die kommende Saison noch gar nichts bzw. wenig wissen. Haas-Teamchef Günther Steiner peilt als Beispiel P5 an, was ich für mutig halte. Fakt ist, dass nächstes Jahr die Karten komplett neu gemischt werden. Ich hatte Aston Martin für diese Saison auch weiter oben angepeilt, aber aktuell sind sie nur 7. in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich gebe mal meinen Tipp ab, wobei das Ganze reine Spekulation ist. Weltmeisterschancen? Glaube ich nicht. Siege? Auch nicht. Podien? Mit viel Glück. Top-10-Ergebnisse? Machbar. Am Ende vielleicht solides Mittelfeld. Schreibt mir mal eure Prognosen für Aston Martin 2022 in die Kommentare. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, ob ein Sprint-Qualifying beim Australien Grand Prix 2022 stattfinden könnte. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao.